bin um die 30, attraktiv und gut gebaut. Doch sexuell gesehen bin ich ein klein wenig versaut. Ich scheine äußerlich zwar recht normal zu sein, doch tief in meinem Innern steckt ein ganz perverses Schwein. Ich stehe drauf, mir Nägel in die Kniescheiben zu klopfen. Danach lasse ich mir Sekundenkleber in die Augen tropfen. Ich nehme eine alte Pfeile, die darf auch rostig sein, und steck sie mir dann hinten rein, denn ich bin Masochist. Er ist ein Masochist. Ein Masochist. Er ist ein Masochist und er ist erst richtig glücklich, wenn er Scheiße frisst. Ich schieb mir Wespen in die Nasenlöcher und in der Regel dreh ich mir dabei Schrauben unter meine Zehennägel. Ich habe manchmal Lust, kochendes Wasser zu trinken. Danach sitz ich auf dem Herd, bis meine Haut anfängt zu stinken. Und wo ich schon mal ohne Hosen in der Küche bin, da geh ich meistens auch gleich zur Besteckschublade hin. Da häng ich meine Nüsse rein und muss mich nur noch trauen, das Ding schon kräftig zuzuhauen, denn ich bin Masochist. Er ist ein Masochist. Ein Masochist. Er ist ein Masochist und er ist erst richtig glücklich, wenn er Scheiße frisst. Oh, come on, Don. Rock and roll. Ja, mir gefällt's. Ich hab also schon öfter mal vor Schmerz gebrüllt, doch meine wahren Träume hab ich mir noch nicht erfüllt. Ich würd mir gern die Beine mit ner Axt zerlegen und mir mein Zungenbäckchen mit nem Stück Papier zersägen. Meine Nippel sollen brennen, drum zünde ich sie an, und wenn sie dann verkumpelt sind, häng ich Gewichte dran. Ich würd mir gern die Augen mit Rasierklingen zerkratzen und mich in der Mikrowelle garen, bis meine Lungen platzen. Mit einem Akkuschrauber bohr ich mir die Zähne auf und legen dann die Nervenblatt vom Puderzucker drauf. Ich träume von dem Bungee-Sprung natürlich ohne Seil, dann Pfeffer in die Wunden streuen. Mann, das wäre geil. Ich würde gerne mal an einer Kettensäge lecken und dann mein dickes Ding in einen Küchenmixer stecken. Ich weiß, es ist bescheuert, gefährliche See, doch bestimmt tut es auch herrlich weh. Ich bin Masochist. Er ist ein Masochist. Masochist. Er ist ein Masochist und er ist erst richtig glücklich, wenn er Scheiße frisst. Ja, ja. Ich bin Masochist. Er ist ein Masochist. Ein Masochist. Er ist ein Masochist und er ist erst richtig glücklich, wenn er Scheiße frisst. Dann bin ich glücklich, wenn man grausam ist. So ist es. Er ist Masochist. Dankeschön.